Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Wochenrückblick. Ihr seht es im Hintergrund, grün die Farbe der Hoffnung und das Zeichen für uns. Der Bitcoin-Kurs hat eine sehr, sehr gute Woche hinter sich, muss man ganz klar sagen. Kurstechnisch ist vielleicht auch noch mehr drin, aber vor allem aus News-Sicht. Die Indikatoren sprechen für Bitcoin aktuell und vor allem auch das, was MicroStrategy getan hat, denn sie haben ihr Investment weiter erhöht, machen sich zum Bitcoin-Whale. Da gucken wir genauer drauf, was das genau für Bitcoin bedeutet. Und natürlich schauen wir auch auf Uniswap, der große Geldsegen, der Mega-Airdrop für die Nutzer der Uniswap-Plattform. Da schauen wir natürlich nochmal drauf. Ich gebe dazu nochmal meinen Senf ab. Ansonsten auch natürlich Marktupdate, DeFi-Update etc. pp. Also voll bepackt mit tollem Content. Wenn es euch gefällt, haut den Like drauf und jetzt zurücklehnen, anschnallen und dann viel Spaß beim Update. So, und wir starten gemeinsam mit dem Gift der Woche und das sieht so aus. Ja, der Geldsegen, den Uniswap uns beschert hat, glaube ich, die News der Woche. Wenn auch es erst ganze gestern erst passiert ist, fühlt es sich so an, als hätte es die ganze Woche bestimmt. Viele Diskussionen in den Chats, viele, die sich sagen, wäre ich doch auch mal dabei gewesen. Wir gucken da gleich mal zusammen drauf. Und als allererstes nochmal für euch der Hinweis, die Ledger-Aktion geht jetzt noch wenige Tage. Und zwar bis zum 21. September könnt ihr mit dem Code BACKTOSCHOOL 20% auf alle Ledger-Hardware-Wallets erreichen. Ich habe für euch unten auch meinen Link in der Beschreibung reingepackt. Das heißt, wenn ihr mich unterstützen wollt, nutzt da gerne den Link. Habt ihr keinen Nachteil durch und direkt auch die 20% schon im Warenkorb mit drin. Vielen, vielen Dank, falls ihr das tut. Ansonsten auch nicht schlimm, wenn ihr schon einen habt. Ist umso besser, denn dann sind eure Coins safe. Gucken wir mal auf die Coins, auf alle Coins, nämlich das Coin Market Cap. Und hier sehen wir Bitcoin mit 6% Kursplus und einer Bitcoin-Dominanz von über 60%, zumindest hier auf Coin 360. Wirklich, wirklich positiv, das muss ich ganz klar sagen. Verlierer der Woche sehen wir hier auf der rechten Seite. Synthetics auch dabei, Link. Wir gucken aber lieber mal bei CoinGecko, da kann ich das Ganze immer nochmal für euch ein bisschen besser sehen. Mit der 7-Tage-Übersicht, Kusama, auch gestern schon ein Thema im Altcoin-Roulette gewesen, der wilde Cousin, das Testnetz. Das Live-Testnetz von Polkadot quasi mit 42% Kursplus in dieser Woche kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Quant ansonsten und Neo zählen zu den Gewinnern, genauso wie auch Wrapped, NXM, Nexus Mutual, der Versicherer, der DeFi-Versicherer, wenn man es mal so salopp sagen will. Auch ein heißes Thema natürlich in diesen Tagen, wo Farms aufploppen wie nichts, obwohl es dich davor dann auch nicht schützen wird. Binance Coin ansonsten Gewinner und auch Crypto.com, die auch beide auf DeFi setzen. Also da geht es wieder ein bisschen besser zu Gange. Torchain, Sushi, Yuma, Band Protocol, ansonsten sehr viel DeFi in den fetten, miesen 21%, 27% Minus. Und Sushi, die jetzt gegenüber Uniswap natürlich extrem verlieren, auch an Liquidität. Das sehen wir gleich nochmal in den Statistiken. Zählen zu den Verlierern der Woche. Gucken wir uns mal den Markt an, da ist gerade nicht so viel los, deswegen springe ich hier auch einfach direkt mal weiter, will ich ja jetzt auch regelmäßig mit reinpacken, um hier auch einfach ein bisschen die Korrelation zu den anderen Finanzwerten zu sehen, denn die Story für Bitcoin, und das habe ich euch ja schon tausendmal gesagt, ist für mich, Bitcoin muss ein Financial Asset werden, ein Finanzwert, und deswegen ist natürlich auch der Finanzmarkt an der Stelle sehr, sehr wichtig, wenn wir die Massenadoption wirklich sehen wollen. Meine Meinung. 11.000 US-Dollar sehe ich gerade, haben wir sogar jetzt gerade überschritten. Das ist natürlich ein tolles Zeichen. Wir hatten das heute Morgen bzw. gestern schon mal geschafft. Jetzt der neue Angriff auf die 11.000er-Marke, 11.011 Dollar. Und wir sehen eigentlich die ganze Woche schon ein deutlicher, positiver Trend, der nach oben geht. Schön, langsam, behäbig, so wie wir uns das wünschen. Und ich glaube, 6% plus in der Woche kann sich ja wirklich niemand beschweren. 9 Millionen US-Dollar sind in DeFi-Applikationen gelockt. Hier geht's stramm auf die 10 Milliarden US-Dollar zu und der neue King in the Ring ist wieder mal Uniswap. Und wir sehen, Total Value Locked 80% plus im Vergleich zum Vortag, liegt natürlich jetzt ja auch am großen Airdrop, an der großen Aufmerksamkeit, die Uni jetzt bekommt und vor allem auch das Liquidity Mining, was sich geöffnet hat. Wir gucken, wie gesagt, gleich auf alles im Detail drauf, aber deswegen auch hier zu Recht einer der Gewinner der Woche, was auch die Total Value Locked dann sehen. Und auch das Marktsentiment ist ein wichtiges Thema. Marktpsychologie für mich ein wichtiges Anliegen. Sehr spannendes Thema, haben wir einen tollen Artikel zu gemacht. Jetzt schon mal so einen kleinen Einstieg für euch. Und der Fear and Greed Index spielt da auch eine wichtige Rolle. Denn er hilft uns schon auch das Marktsentiment, die Stimmung ein bisschen besser einzuschätzen. Wir sehen, dass wir aus der Talsohle der Fear jetzt im neutralen Bereich wieder angelangt sind und die Stimmung ein bisschen auffällt, was natürlich auch am Bitcoin-Kurs liegt. Haben wir auch
auch einen Marktbericht zugemacht. Zweifel weicht Optimismus. Hatte ich am Mittwoch schon ein bisschen ausführlicher dieses Thema. Bitcoin bricht aus und Hauptgrund dieser ganzen Geschichte ist das, was hier passiert ist, nämlich dass der CEO von MicroStrategy angekündigt hatte und diese Ankündigung auch direkt umgesetzt hat, noch mehr Geld jetzt in Bitcoin zu setzen. Sie wurden ja dadurch jetzt in den letzten zwei Wochen auch bekannt, dass sie 250 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen, in Bitcoin investiert haben, als Inflationsschutz, aber auch als mehr. Denn was der CEO hier sagt, ist wirklich ein Statement, denn er sagt ganz klar, es ist keine Spekulation, es ist kein Hedge, also keine Absicherung der Inflation, wenn auch das hier natürlich eine wesentliche Rolle spielt, die Cash-Reserven abzusichern. Aber vor allem ist es die Corporate Strategy, die Unternehmensstrategie, Bitcoin als Standard zu adoptieren und zu implementieren. Ein wirklich Paukenschlag, den hier der CEO rausgehauen hat. Und vielleicht auch die Wette darauf, dass aus der Aktie, die jetzt natürlich mit viel Bitcoin-Reserven, vielleicht auch eine Art Bitcoin-ETF werden kann. Also sehr, sehr spannend und wir sind da weiter für euch dran, was das Thema MicroStrategy angeht, aber auf jeden Fall ein krasses Statement und eben auch der Ausbruch für den Bitcoin-Kurs jetzt über die 11.000 sogar und auch die Bitcoin-Dominanz. Sie steigt wieder, die Bitcoin-Dominanz, weiter das Thema der Woche. Die Altcoins sahen wirklich diese Woche im Vergleich zu Bitcoin alt aus, deswegen heißen sie aber nicht Altcoins. Das Blatt kann sich da natürlich auch jederzeit mal wieder wenden und da bleiben wir auch dran. Also auch hier ein bullisches Signal, genauso wie auch eben das Marktsentiment, was ich gerade schon angesprochen hatte. Auch hier wechselt die Stimmung wieder ein bisschen mehr ins Positive. Der Thomas hat für euch hier das ganz ausführlich nochmal so ein bisschen beschrieben, worauf man vielleicht achten sollte. Auch der RSI-Indikator wird hier kurz beschrieben, Relative Strength Index, mit dem man eben sehr gut sehen kann, ob wir in einem bullischen oder bärischen Markt uns gerade befinden. Und wann ein Markt überverkauft oder nicht überverkauft ist, unterverkauft, keine Ahnung, ob das der Begriff ist. Social Sentiment auf jeden Fall ein wichtiges Thema, Marktpsychologie, ich glaube im Crypto-Space relevanter denn je, vor allem wenn man auch sieht, welche Emotionen teilweise auch hinter den Kryptowährungen und Fanbases tatsächlich dahinter stecken. Und der Galaxy Score auf Luna Crush zeigt uns aktuell eben, dass auch sehr viel mehr bullische Posts zu Bitcoin gerade kommen in dieser Woche als bearische Posts. Also es sieht gut aus und das gilt auch für die Hashrate. Hier gehe ich jetzt gar nicht näher auf den Artikel ein, sondern zeige euch einfach direkt das, was wir hier sehen. Und das ist einfach ja eine Kerze, wie wir sie uns auch beim Bitcoin-Kurs wünschen natürlich. Ein steiler Anstieg jetzt mit einem neuen Rekordhoch der gesamten Hashrate von insgesamt 137 Millionen Terahash. Das ist schon wirklich ein Statement und zeigt, wie sicher und gefragt das Bitcoin-Netzwerk auch ist. Die Miner sind positiv und das spiegelt sich auch in vielen weiteren Aspekten wider. Und ich will, und das ist mal das Wichtigste jetzt an dieser Stelle, bevor ich jetzt kurz noch zu Bitcoin weitergehe und dann eben auch zu DeFi und Uniswap komme, ich will jetzt ja auch keinen riesen Bauau machen, ja, irgendwie das mega Schillen hier, Bitcoin ist so geil. Wer meine Videos kennt, der wird wissen, dass ich an das Ganze auch schon, ja, mit zwar genötiger Emotionalität, aber auch Distanz rangehe. Für mich Bitcoin ein sehr relevantes Asset der Zukunft, der zukünftigen Finanzwelt. Ob es digitales Gold ist oder eben auch mehr und auch ein Zahlungsmittel in manchen Ländern sein kann, das wird die Zukunft zeigen. Aber ich bin sehr positiv angetan von dem, was eben auch in dieser Woche berichtet wurde und dazu zählt auch eben Kraken. Aber was ich euch jetzt hier nochmal in der Quintessenz auch sagen will, ist, do your own research und da mache ich mir jetzt nochmal groß, macht bitte eure Hausaufgaben. Das, was ich sage, ist meine Meinung, meine Ansicht von dem, wie ich das Ganze hier analysiere und einschätze. Das Wichtigste ist, sich einen ganz groben, wirklich einen großen Überblick zu machen aus verschiedensten Quellen und da auch wirklich alles zu hinterfragen, warum sagt er das eine, warum sagt er das andere und dann sich selbst ein Bild zu machen, seine eigenen Entscheidungen zu treffen und solides, grundständiges, langfristig orientiertes Portfolio aufbauen und nicht hier jetzt denken, jetzt geht die Achterbahn wieder los, die Rakete fliegt und der Lambo steht nächste Woche vor der Tür. So, das Wort zum Sonntag am Freitag. Kraken auch jetzt mit der ersten Kryptobank-Lizenz, also die erste Sonderlizenz im Staat Wyoming ist es, glaube ich, ist jetzt Kraken eine lizenzierte Bank. Das ist natürlich ein super Schritt für die Börse und eben auch für die Adaption von Bitcoin, denn auch hier der CEO steht hinter der Idee, dass eben Bitcoin, wenn es die Massenadoption erreichen soll, dort auch im Finanzsektor eine wesentliche Rolle spielen wird. Regulationen spielen hier ebenso eine Rolle und dafür ist so ein Schritt einer Kryptobank tatsächlich eine gute Entwicklung und das zeigen auch die Regulationen hier in Europa. Wir sind auf einem positiven Weg. Der digitale Euro kommt gleich nochmal kurz, aber da sehen wir nichts mit Verboten, nichts mit Bitcoin-Kryptowährung-Verbot, aber eben schon gucken,
da die privaten Kryptowährungen einzuschränken, also die Stablecoins. Gut, DeFi Pulse, da gibt es einen Index jetzt. Ihr habt es gerade schon gesehen, hier gibt es jetzt einen tollen Index, wo die 10 größten Werte im DeFi-Space gelockt sind bzw. mit aufgenommen werden. Und hier kann man jetzt eben über dieses Produkt auch direkt in so eine Art Warenkorb investieren und dann eben bei DeFi partizipieren an den Kursen. Ich habe persönlich meinen eigenen Index, aber es ist natürlich erstmal eine gute Sache, dass es so einen Index gibt, ist schon mal nicht schlecht. Uniswap launcht den eigenen Unitoken. Das sind, glaube ich, die News der Woche. Der Mega-Airdrop wirklich an die Community. 60% der Tokens sollen an die Community ausgeschüttet werden. 250.000 Adressen wurden hier verifiziert, die jetzt noch ihre Unis claimen können. Und wir können uns gerade mal den aktuellen Stand anschauen. Und da sehen wir, dass aktuell 90 Millionen Unis geclaimed wurden und insgesamt 151.000 Adressen. Uniswap hat sogar vor ein paar mehr Adressen berichtet. Aber insgesamt sehen wir, dass eben noch nicht alle Uni-Token-Holder bzw. alle Berechtigten auch hier schon geclaimed haben. Hier ist also auf jeden Fall noch ein Betrag offen. Und der Kurs von Uni, wenn wir uns den mal hier angucken, können wir, glaube ich, hier finden, liegt aktuell bei 5 Dollar. Und das ist bei 400 Uni, die jeder eben bekommen hat, der hier Trades auch auf der Plattform getätigt hat. Das sind einfach mal satte 2000 US-Dollar, die man hier geairdroppt bekommt. Ob man es jetzt als Geschenk sieht oder als Investition, da möchte ich diese Diskussion gar nicht hier auftun an der Stelle. Für mich ist es ein Geschenk, denn ein Produkt, was ich nutze und dafür dann ein bisschen was dazu zu bekommen, ist so wirklich eine feine Sache. Vor allem hat man hier auch kein Geldwert geschenkt bekommen, sondern der Geldwert wurde eigentlich durch, durch die Käufer erst gemacht. Die 5 Dollar sind eben jetzt, ist es der Preis, den Käufer sehen, dass es ein fairer Wert für den Governance, für das Mitbestimmungsrecht am Uniswap-Protokoll ist. Vielleicht auch auf die Hoffnung hin, dass man dann an den Gebühren in Zukunft auch beteiligt wird. Sicherlich ein Modell, was eher einem Equity-Modell entgegenkommt, aber das ganze Thema Governance Token, wie gesagt, sehr schwierig zu bewerten, was ja der faire Wert von Uniswap ist. Ich weiß es nicht. Was wir aber sehen, ist ein extremer Anwachs der Liquidität. Das habe ich gerade schon gesagt, liegt natürlich jetzt auch daran, dass dort Liquiditätspools jetzt aufgemacht werden. In den nächsten 30 Tagen werden dort Liquiditätsprovider, also diejenigen, die Handelsvolumen der dezentralen Börse zur Verfügung stellen, belohnt und auch mit Uniswap Tokens belohnt. Und das Handelsvolumen ist halt wirklich krass. Wir hatten gestern wieder 582 Millionen US-Dollar Handelsvolumen auf der Börse. Das ist, wenn wir uns mal die anderen Börsen angucken, ein Paukenschlag. Es ist deutlich mehr sogar als Coinbase und Kraken, fast sogar so viel wie Coinbase und Kraken zusammen. Binance, was hier an den Zahlen steht, weiß ich nicht, ob das wirklich auch komplett richtig ist. Ist Spekulation, aber es zeigt sich eben, dass Uniswap eine der größten Börsen dieser Welt ist, Kryptobörsen, und deswegen auch eine sehr wichtige Rolle spielt und der Token deswegen vielleicht auch einen gewissen Wert jetzt genießt. Was die Gesamtbewertung angeht, kann ich euch nur empfehlen, da in den Uniswap-Blog mal reinzuschauen. Hier findet ihr alles, was ihr über den Token wissen müsst, und vor allem auch das hier, nämlich die Issuance, die Schedule, wie die in den nächsten 4 Jahren der Uni-Token eben an die Leute gebracht wird. Insgesamt gibt es 1 Milliarde, die wir dann im September 2024 erreichen und bis zum Ende dieses Jahres ungefähr die 300 Millionen Tokens erreichen. Also da ist noch wirklich viel Luft nach oben. Bei einer 300 Millionen Umlauf wäre die Bewertung jetzt 1,5 Milliarden US-Dollar. Das ist natürlich schon krass, aber aktuell ist das noch viel niedriger, weil eben noch nicht alle geclaimed haben. Gut, das wollte ich einfach ein bisschen zeigen. Wir sehen hier auch zum Beispiel bei Dune Analytics, wie wichtig Uniswap ist im Vergleich zu anderen dezentralen Börsen. Curve und Uniswap machen einen Großteil des Transaktionsvolumens aus und dezentrale Börsen sind einfach relevant. Das ist das, was DeFi auf jeden Fall mitgebracht hat. 1 Milliarde Volumen in den letzten 24 Stunden. Es ist krass und das hätten wir, glaube ich, vor einem Jahr niemals so erwartet. Gut, also wenn ihr noch ein bisschen was zu Uniswap wissen wollt, ich hatte euch ein Video versprochen, das habe ich diese Woche jetzt leider nicht geschafft, weil ich intensiv an der Seite gearbeitet habe. Ihr werdet das Ergebnis sehen und zwar heute Morgen, auf jeden Fall aber an diesem Wochenende, denn dort gibt es ein Redesign der Startseite. Ich würde euch gerne einen Sneak Peek zeigen, aber stay tuned an der Stelle, es lohnt sich. Es ist wirklich richtig schön geworden. Ich bin total froh und happy, dass wir da jetzt diese Zeit investiert haben. Aber ich habe euch auf jeden Fall mal einen Artikel zusammengeschustert und eine Anleitung gemacht. Wie benutze ich Uniswap eigentlich? Was sind die Vor- und Nachteile? Wie setze ich alles ein? Wie richte ich das ein? MetaMask etc. Wühlt euch da durch, wenn ihr wissen wollt, wie die Börse funktioniert. Ansonsten empfehle ich euch, wenn ihr Uniswap ein bisschen tiefer nochmal einsteigen wollt, beziehungsweise wissen wollt, was meine Meinung dazu ist, das Video von gestern, das Altcoin-Roulette bei Minute 3,52 ungefähr, haben Holger und ich genau über das Thema geredet. Lohnt sich auf jeden Fall reinzuschalten.
Ansonsten zum Abschluss widmen wir uns nochmal dem digitalen Euro. Dort gab es auch Updates. Auf der Tezos Blockchain soll jetzt getestet werden und alles im kleinen Rahmen. Die Société Générale ist hier mit involviert und ja, die Partner, die Taskforce arbeitet jetzt daran, das ganze Thema weiter voranzubringen. Also da kommt der Druck, da kommen jetzt hoffentlich bald auch Ergebnisse und dann werden wir sehen, wie die Zukunft unserer Währung aussieht. Digital auf jeden Fall. Wie das alles ablaufen wird, bin ich noch wirklich gespannt. Dass es eine Kryptowährung ist, ist, glaube ich, klar, dass es nicht irgendwie eine Kryptowährung sein wird. Deswegen nenne ich es auch digitaler Euro. Mit einer echten Kryptowährung wird es nicht viel zu tun haben, aber hier gibt es Updates. Mastercard springt auch drauf. Gehen wir jetzt nicht näher darauf ein. Mein letzter Schild des Tages geht an meinen Instagram-Kanal, wie immer, 405 Abonnenten. Ich würde mich freuen, wenn ihr dort auch vorbeischaut. Da kriegt ihr dann auch über Stories und über regelmäßige Posts von mir auch noch kürzere, knackigere Informationen. Ich wünsche euch ansonsten jetzt ein wunderschönes Wochenende. Genießt nochmal das richtig tolle Wetter. Geht raus, macht was Schönes mit euren Liebsten. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, haut den Like drauf. Haut in die Kommentare Fragen, Anregungen, Ideen. Ich antworte so schnell ich kann. Und dann würde ich sagen, stay tuned. Wir sehen uns am Montag. Bis zum nächsten Mal und ciao.